Arthroskop. Arthroskop ist eine Form des Endoskops, das man besonders bei einer Gelenkspiegelung einsetzt. Arthroskopie hat etwas mit Gelenk zu tun, so gibt es ja auch Arthrose und es gibt Arthritis. Und Arthroskop, also ein Endoskop, das man einsetzt für die Endoskopie, die Arthroskopie. Ein Arthroskop besteht zum einen aus einem optischen System, also mit Stablinsen, Lichtquelle und zusätzlich eine Spül- und Absaugvorrichtung. Meistens hat ein Arthroskop noch mehrere Kanäle, damit man auch chirurgische Instrumente hindurchführen kann, um kleine operative Eingriffe aufzunehmen. Die arthroskopische Operation hat in den letzten Jahren, eigentlich den letzten 40 Jahren, immer mehr die offene Operation verdrängt, weil durch diese Art von Schlüssellochoperation der Patient schneller heilen kann, nicht so lange im Bett liegen muss und die Komplikationen auch geringer sind. Und Arthroskop ist eben das Instrument, das dafür dient. Wenn du jetzt das als Video siehst, dann werde ich gerade jetzt die Seite zeigen auf naturheilkundelexikon.eu. Und dort kannst du dort auch ein Arthroskop sehen, wie das aussieht.